Sagt mal, Kinder, freut ihr euch auch so wie der Pumuckl über jede Blume, die aus der Erde herausspitzt? Ja, so viel Unsinn und Narretei der kleine Kerl im Kopf hat, bei Blumen, da kennt er keinen Spaß. Kein Wunder, denn so ein Kobold ist ja im Tiefsten ein rechtes Naturwesen, so ein bisschen auch verwandt mit Elfen und anderen Naturgeistern. Und weil das so ist, gibt's jetzt für den Pumuckl ein großes Glück. Das kleine Beet, das sich der alte Hausmeister im Hof vom Nebenhaus angelegt hat. Das Beet ist 2 Meter lang vielleicht und 1 Meter breit. Es liegt an einer ganz geschützten sonnigen Stelle, und wenn die Nächte kalt werden, dann deckt der alte Mann sorgfältig seinen kleinen Garten mit einer durchsichtigen Kunststoffdecke ab. Und der Erfolg ist, dass jetzt 3 herrliche brandrote Tulpen zu blühen begonnen haben. Der Pumuckl, der jeden Tag nachschaut, hat natürlich die 3 Tulpen sofort dem Meister Eder gemeldet. Die Köpfe sind so groß und so rot wie, also das gibt's überhaupt nicht, was so rot ist. Nicht mal du bist so rot, wenn du zornig bist. Da müsste es aber schon ganz narrisch rot sein. Ja, du musst mal rübergehen und sie anschauen. Das musst du unbedingt gleich, du das machen. Ich kann ja jetzt mitten in der Arbeit nicht aufhören und dann übergehen. Warum? Und außerdem sieht es so neugierig aus. Ja, und neugierig sein, das ist doch nichts Böses. Ja, ich weiß nicht. Wenn man die Tulpen sieht, dann, weißt du, dann wird es einem so schön da drin. Wo drin? Ja, da drin, da im Hals oder im Bauch, ich weiß es nicht so genau. Und man sieht den ganzen Tag rot. Also wenn man die Augen zumacht und wenn man die Ohren Ob zumacht. Ob ich mir das gerade wünsche, dass ich den ganzen Tag lang rot sehe? Du bist dumm, wenn du die Blume nicht anschauen willst. Hör, jetzt werd nicht gleich böse. Ich mag's ja anschauen. Ich gehe ja nachher nicht. Ja, und ich gehe mit und jetzt mache ich das schönste Gedicht, das ich überhaupt je gemacht habe. Ein Tulpengedicht, jawohl. Das muss man dann mit einer ganz fabelhaften Stimme sagen, weißt du? Pass mal auf, musst du ganz still sein. Wenn die Tulpen blühen und wie Feuer glühen. Jetzt hab ich's wie Feuer. Ich hab's rot wie Feuer. Feuer ist das röteste Rot, das es gibt. Also jetzt nochmal. Ja. Wenn die Tulpen blühen und wie Feuer glühen, dann glüht es in mir auch. Vom Halse bis zum Bauch. Mhm. Also das ist ein sehr schönes, ein sehr rotes Tulpengedicht. Da kann man hinten noch hinterher singen, so tralalalalalala. Ja, ist ja wunderbar. Der Meister Eder war über diese Begeisterung so gerührt, dass er mittags auch gleich mit dem Pumuckl in den Hof rübergegangen ist. Aber könnt ihr euch die Gesichter von den beiden vorstellen, als von den 3 Tulpen überhaupt keine mehr da war? Leer war die Stelle. Aber die waren doch heute früh noch da, ganz bestimmt. Tja. Und jetzt sind sie weg. Oh, und du hast sie gar nicht gesehen. Psst, Pumuckl. Geh, wenn dich jemand hört. Aber wie nett das Beet da hergerichtet ist, mit so viel Liebe schon. Aber die Tulpen sind weg. Na ja, da kommt ja noch allerhand anders raus aus aber dem Beet. Aber meine Tulpen, meine schönen Tulpen, ja. Wo ich mich doch so gefreut habe. Ich könnte vor Zorn, was ich alles könnte. Oh, Muckel, bist nicht gleich still. Ja, Eva. Da kommt der Hausmeister. Oh ja, komm, wir laufen schnell davon. Na, das wäre ja komisch. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott, Herr Holzleitner. Ja, gerade schaue ich mir Ihren Garten da an. So. Nett haben Sie ihn angelegt. Mhm. Gell, so ein bisschen ein Garten ist eine richtige Freude in unsere trostlosen Hinterhöfe. Herr Eder, reden Sie mir bitte nicht vom Freud. Die Menschen sind ja so schlecht und okay. Ja. Was ist denn? Kaum ist was Schönes da, müssen Sie es kaputt machen. Es könnte einen alles vergehen, Herr Eder. Ja. Ich muss sagen, wie ich das Beet da mit den Tulpen angelegt habe ich mir das nicht gedacht. Ja, was ist denn passiert, Herr Holzleitner? Ja, schauen Sie da, an dem Platz da waren 3 Tulpen. Ne? Mhm. Na, eine ganz besondere Prachtsorte, kann ich Ihnen sagen. So. Rote Kaufmanniana. Kaufmanniana. Ja, eine besondere Marke. Und heute früh war es das erste Mal, dass die Tulpen aufgeblüht waren. Mhm. Na, und wie ich 2 Stunden später in den Garten kam, waren sie weg.
rausgerissen. Na. Ja. Das ist ja allerhand. Hm. Ja, sagen Sie, haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Mein Herr Eder, wir haben eigentlich lauter nette Leute in unserem Haus wohnen. Eben, ja. Ja, ja. Und alle haben sich gefreut über die drei Tulpen und über mein schönes Blumenbeet. Mhm. Ja, ich kann mir's wirklich nicht denken, wer es war. Ach ja, sowas ist traurig, gell? Ja, ja, traurig. Das ist das richtige Wort. Mir ist die ganze Freude vergangen. Nee. Ja, schauen Sie, da macht man sich die Arbeit und alle hätten was Schönes zum Anschauen. Mhm. Und man müsste ja förmlich einen Hofhund hinstellen oder anbinden, dass keiner was wegnimmt, nicht? Ja. Aber so sind es halt die Leute heutzutage. Ja, so müssten es aber nicht sein. Ja, sie sind aber so. Ja, ich hoffe, Sie erwischen denjenigen, der es war. Ja, glaub's ja nicht. Und wen? Mei, was ist dann schon? Die Tulpen sind weg. Ja, ja, das ist richtig, ja. Ja, da sind also der Meister Eder und sein Pumuckl wieder heimgewandert. Aber kaum daheim hat der Pumuckl seinem ganzen Zorn freien Lauf gelassen. Wenn ich den erwische, dann reiße ich ihm alle Haare aus, als wären seine Haare lauter Tulpen. Jawohl, und dann schütte ich ihm alles aus, was er in die Hand nimmt. Und dann Ja, wenn's den erwischt. Ich werde den erwischen. Ja, du hast ihn aber noch. Aber ich werde ihn erwischen und du musst mir denken helfen. Gib Acht, also setz dich jetzt mal da in den Stuhl. Ja, du, ich habe eigentlich keine Zeit zum jetzt dahersitzen. Du sollst dir auch keine Zeit zum Dahersitzen, sondern zum Daherdenken nehmen. Also, gut. So. Ja. So, und jetzt, ich sitze jetzt auch, und jetzt denken wir daher. Ja, also, welche Menschen stehlen Tulpen? Also sicher haben Tulpendiebe lange Nasen und eine Warze drauf. Und was haben sie vielleicht noch? Nein, Diebe kennt man nicht am Gesicht. Wieso? Diebe muss man erwischen. Ach so, dann sind Diebe also Leute, die sehr schnell weglaufen. Oh, ich kann aber noch viel schneller laufen und ich will jetzt gleich mal auf die Straße schauen, ob jemand schnell herumläuft. Nein, und dann, das nützt dann alles nichts. Bei der Tat muss man es erwischen. Ja, aber wenn doch die Tat schon getatet ist. Ja, ich weiß nicht, wer sowas tun könnte. Da hilft alles Denken nichts. Kennst du denn nicht einen einzigen Dieb? Also, weißt du, einen, bei dem ich nachschauen könnte, ob er diese Tulpen hat? Nein, leider, ich kenne keinen. Kennst du keinen einzigen? Das heißt, Gott sei Dank kenne ich keinen. Weißt du, die Tulpen, die kann irgendjemand gestohlen haben. Ein ganzer Fremder, der zufällig in den Hof gekommen ist. Nein, aber reißt man denn Blumen ab, wenn man zufällig wohin kommt? Nein, im Allgemeinen nicht, aber es könnte doch so sein. Ja, aber wenn man zufällig wohin kommt, dann weiß man doch gar nicht, wer einem zufällig alles zuschaut. Und dann lässt man doch lieber die Tulpen stehen. Wenn man aber weiß, dass der Hausmeister nicht zu Hause ist, dann, weißt du, also dann, wenn der Hausmeister nicht zu Hause, dann glaube ich, jetzt weiß ich es. Ich glaube, es ist jemand, der überhaupt nicht fremd ist. Jawohl. Ja, aber von den Leuten im Haus sagt der Hausmeister, dass sie alle nett sind. Ja, nett. Ja, und von den Leuten im Haus tut's auch keiner, weil ihn jeder kennt, wenn er mit den Blumen in der Hand die Treppen aufgeht. Ja, und wenn er die Blumen gar nicht in der Hand, sondern in einer Tasche hat, zum Beispiel. Dann war er wahrscheinlich eine Frau, denn Männer haben ja nicht so große Taschen. Ja, warte mal. Wenn es eine Frau ist, dann lasse ich ihr alle Maschen an allen Strümpfen laufen, 3 Wochen lang. Ja, jawohl. Aber dadurch werden die Tulpen nimmer zurückversetzt. Dem Hausmeister nützt es überhaupt nichts. Aber meinem Zorn nützt das was. Rache! Geh, Pumuckl, das mit der Rache ist doch ein Schmarrn. Wieso? Ich hab nichts gegen einen Denkzettel, aber... Wenn die Frau das getan hat, diese Frau, dann werde ich dieser Frau... Es ist ja noch gar nicht heraus, dass es eine Frau ist. Ach so. Kann genauso gut ein Kind gewesen sein, nicht? Die denken sich da oft gar nichts dabei. Also, wenn es ein Kind war, dann werde ich ihm seine liebste Puppe verschleppen oder seine liebste Lokomotive zerschmetteln. Das hat doch alles keinen Sinn. Jetzt hören wir das Denken auf und arbeiten wir lieber. Bitte, dann hör nur du zu denken auf. Ich nicht, ich denke. Jawohl. Und wenn mir der Kopf platzt dabei... Ja, es wäre ewig schade um den Kopf. Also ich mache jetzt weiter. Na ja, mach du nur weiter. Ich suche inzwischen weiter. Ich suche die ganze Stadt aus. Überall.
Der Pumuckl ist fensterentschlossen auf und davon gesaust. Und um seinen Zorn noch einmal für das Unternehmen so richtig aufzuladen, ist er zuerst noch rübergesaust zu dem geplünderten Gärtchen. Und da hat er sich auf einen Stein gesetzt und scharf nachgedacht. Während er so dasaß, ist die Caroline in den Hof gekommen und hat zum Fenster vom Fritz hinaufgerufen. Fritz! Fritz! Was ist? Kommst du runter? Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Weil wir Geburtstag feiern. Hast du Geburtstag? Nein, meine Mutti. Und meine Tante kommt zum Kaffee. Und da muss ich daheim bleiben. Och, das ist ja blöd. Aber komm du doch schnell mal zu mir rauf. Ich zeig dir meinen Goldhamster. Gut, ich komm rauf. Bei dem Wort Geburtstag hat der Pumuckl seine Ohren gespitzt. Dass man sich zum Geburtstag was schenkt, das weiß er inzwischen. Warum nicht Tulpen? Und da dem Pumuckl sowieso beim Nachdenken nichts eingefallen war, ist er hinter der Caroline drein zum Fritz gelaufen. Der Fritz hat seine Freundin in das Zimmer geführt, wo der Geburtstagstisch gedeckt war. Was hast du denn deiner Mutti zum Geburtstag geschenkt, Fritz? Och, ich hab ihr was gebastelt. So eine Schachtel, wo sie ihr Nähzeug und sowas reintun kann. Zeig mal, Fritz. Da steht sie doch, neben den Tulpen. Schön. Die Tulpen sind auch von mir. Toll, da hat sich deine Mutti bestimmt gefreut. Hat sie auch. Du, schau mein Goldhamster an. Wo? Ach so, schön. Den Käfig hab ich dazu gekriegt. Toll. Geh aber nicht hin. Er ist noch scheu. Lass du den nicht raus? Doch, aber erst, wenn er zahm ist. Sonst verkriecht er sich so, dass man ihn nimmer findet. Schad, mach doch das Gitter auf. Nein, der Käfig bleibt zu. Spaßverderber. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Pumuckl wie ein Karussellpferd um die Tulpen herumgesaust ist? Es waren seine Tulpen. Im ersten Augenblick wollte er schon alles vom Geburtstagstisch herunterwerfen. Aber da ist ihm gerade noch rechtzeitig eingefallen, dass das ja für die Mutter und nicht für den Fritz eine Strafe wäre. Dann ist er mit einem Satz zum Fritz und zur Caroline. Aber da war gar nichts, wo er seine fürchterliche Rache hätte anbringen können. Und ein bisschen zwicken, das ist doch wahrlich nichts. Da ist der Pumuckl wie aus der Pistole geschossen zum Meister Eder gesaust. Dem musste die richtige Rache einfallen. Ich hab sie! Ich hab die Tulpen! Der Fritz hat die Tulpen! Moment, wer hat's jetzt? Du oder der Fritz? Ich hab sie gefunden und der Fritz hat sie gestohlen. So. Zum Geburtstag von seiner Mutter. Komm, hilf mir schnell nachdenken über eine fürchterliche, schreckliche Rache. Soll ich vielleicht dem Fritz was über die Schulhefte schütten? Oder soll ich Blätter aus seinen Büchern reißen? Oder soll ich... Ich will was ganz Schreckliches also, sollen, also weißt du? Langsam. Nein, erst einmal kann er die Tulpen auch gekauft haben. Nein, ich kenne ja diese Tulpen persönlich. So. Es sind genau die. Und jetzt muss etwas passieren. Denn, wie heißt das Wort? Rache! Also weißt du, Pumuckl, davon verspreche ich mir gar nichts. Wieso? Wenn dem Fritz solche Sachen passieren, wie du sie vorhast, dann ärgert er sich zwar, aber der kommt doch gar nicht auf die Idee, dass das deswegen passiert ist, weil er die Blumen gestohlen hat. Wieso? Ja, wenn dem ein paar Blätter in dem Buch fehlen, deswegen reißt er das nächste Mal ruhig wieder Blumen ab, nicht? Ach so, ja. Ja, und was denn dann? Ja, aufkommen muss er. Und dann eine richtige Standpauken kriegen. Eine Pauke? Ich kann dem doch jetzt nicht auch noch eine Pauke geben. Nein, du nicht. Woher schon die Blumen? Aber du, aha. Nein, ich auch nicht. Ja, wer denn dann? Woher soll ich's denn wissen? Das wäre ja komisch. Aber jetzt gib mal Obacht. Wenn das wirklich die Tulpen sind, dann hat er's abgerissen und nicht abgeschnitten. Das sieht man unten an die Stiele, ganz deutlich. Hast du da hingeschaut? Nein, das geht nicht, weil die Stängel sind ja in einer undurchsichtigen Vase. Ach so. Aber du hast recht. Ich muss die Vase umwerfen und dann fallen die Blumen raus und dann sieht man die Stängel und dann, weißt du, eine schöne Wasserlache ist da auch und die Mutter sieht's und die Mutter haut ihm eine hinter die Ohren und ich bin schon weg und die Vase fällt um und also Wiedersehen! Ja, das ist aber jetzt schnell gegangen. Fritz? Ja, gleich, Mutti. Ich begleite nur noch die Caroline. Nein, nichts wird da begleitet. Verabschiede dich und komm gleich rein. Also, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Caroline. Auf Wiedersehen, Fritz. Fritz, jetzt komm halt schon. Ich bin ja schon da, Mutti. So, du musst dich jetzt umziehen. Ja, Mutti. Die Tante Helma kommt gleich. Na, die wird staunen über die schönen Geschenke. Mutti, die Vase! Ja,
Ja, wie ist denn das passiert? Ja, ich bin doch gar nicht hingekommen. Ich auch nicht. Komm, hol schnell den Putzlumpen. Ja. Ach, so eine Bescherung. Ich bin ja nur froh, dass du die Tulpen in keine wertvolle Vase getan hast. Da ist der Lumpen. So, nicht die Scherben anrühren, sonst schneidest du dich. Nein, ich tu nur die Blumen aufheben. Ach, so. Ja, sowas, die schönen Blumen. Naja, ist ja schon wieder gut. Komm, jetzt gib mir die Blumen. Ich tu sie in eine andere Vase. Du, sag einmal, Fritz, hast du die Stängel da unten so ausgefranst? Ausgefranst? Ja, die schauen ja aus, als wären's abgerissen und nicht abgeschnitten. Sag mal, hast du die Tulpen nicht gekauft? Nein, Mutti, ich hab sie gekriegt. Ach so? Ja, von wem denn? Hast du am Ende gar jemand angebettelt? Nein, bestimmt nicht. Na ja, woher sind's denn dann? Vom Hausmeister. Ach, aus dem netten kleinen Garten. Stimmt, ich hab's ja selber gesehen, dass da welche blühen. Ja, und die hat dir der Hausmeister geschenkt? Ja, Mutti. Ja, hast du ihm gesagt, dass ich Geburtstag hab? Ja, Mutti. Also, das finde ich ja zu nett. Da muss ich jetzt gleich runtergehen und mich bedanken. Nein, Mutti, bleib da, das braucht's nicht. Ja, wieso denn nicht? Weil ich mich schon bedankt hab. Na, aber hör mal, deswegen muss ich mich doch trotzdem bedanken. Das mache ich jetzt gleich noch, bevor die Tante Helma kommt. Nein, Mutti, der Hausmeister ist jetzt überhaupt gar nicht da. Ja, der ist weggegangen. Du, Fritz, sag einmal, hat dir der Hausmeister die Blumen wirklich gegeben? Ja, Mutti. Fritz, sag die Wahrheit. Hast du sie nicht einfach abgerissen? Mutti, weißt du, der Hausmeister hätte es mir aber bestimmt zu deinem Geburtstag gegeben. Er war bloß gerade nicht da und da habe ich gedacht... Fritz, du hast überhaupt nichts gedacht. Du hast sie einfach genommen. Aber ich wollte dir doch eine Freude machen, Mutti. Was würdest du jetzt sagen, wenn die Caroline dir deinen Goldhamster wegnehmen würde, um ihrer Mutter damit eine Freude zu machen? Ein Goldhamster ist doch ganz was anderes. Ja, ja, für den einen sind's die Tulpen und für den anderen der Hamster. Für den anderen der Hamster. Ich hab's aber nicht bös gemeint. Siehst du, das glaube ich dir sogar. Aber jetzt... Mutti! Der Goldhamster! Der Goldhamster ist raus! Er ist weg! Ja, er ist weg. Ja, aber der kann doch gar nicht weit sein. Wie ist denn die Käfigtür aufgegangen? Ich weiß nicht, Mutti. Vielleicht ist er zur Wohnungstür raus. Mein Goldhamster. Na ja, komm, die Tür war ja gar nicht offen. Der muss sich hier sicher irgendwo verkrochen haben. Mutti, bitte, bitte, hilf mir doch suchen. Ja, komm, also meinetwegen. Unterm Schrank ist er nicht. Und unter der Couch auch nicht. Vielleicht unter... Gib Acht, die Stehlampe, die... Na, oh, so eine Bescherung. Jetzt ist die Stehlampe auch noch in Scherben. Fritz, hör jetzt sofort auf, dich wie ein Irrer aufzuführen. In 10 Minuten kommt die Tante Helma. Du bringst mir noch die ganze Wohnung mit deinem Viehzeug durcheinander. Da kann doch nicht weit sein. Komm. Mir ist jetzt wirklich viel wichtiger, dass das mit den Tulpen in Ordnung gebracht wird. Ich will keine gestohlenen Tulpen hier sehen. Aber Mutti, mein Goldhamster. Hier, jetzt nimm die Tulpen und du gehst jetzt sofort zum Hausmeister. Verstanden? Mutti, mein Goldhamster. Goldhamster, schön hier hinter dem Sofakissen bleiben. Vielleicht erschrickt dann noch die gute Tante Helma, wenn sie gerade den Geburtstagskuchen isst. Aber jetzt sause ich runter, ob der Fritz nicht auch noch vom Hausmeister fürchterlich geschimpft wird. Das will ich doch ganz bestimmt jetzt wissen. Ich muss die Treppe gucken. Grüß Gott, Herr Holzleitner. Grüß Gott. Da sind die Blumen. Ja, Fritz, sind das nicht die Tulpen aus meinem Garten? Ja, Herr Holzleitner, das sind Ihre Tulpen. So. Der Fritz hat's abgerissen, weil er sie mir zum Geburtstag schenken wollte. Na, so was. Na ja, mei, Kinder denken da heute ein bisschen wenig. Und jetzt möchte er Ihnen sagen, dass es ihm sehr, sehr leid tut. So, so. Na ja, nachher war's ja wenigstens für einen guten Zweck, nicht wahr? Und dann ist es auch nicht so schlimm. Aber abgerissen ist abgerissen, Fritz. Ich will's auch nicht mehr tun. Na, der Fritz tut's ganz bestimmt nimmer, Herr Holzleitner.
Aber die Blumen sollen wenigstens bei Ihnen in der Vase stehen, damit Sie wenigstens einen schönen Anblick haben. Nein, nein, also ich nehme die Tulpen auf gar keinen Fall mehr zurück. Jetzt behalten Sie es nur. Und ich wünsche Ihnen nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag heute. Na ja, aber nein. Nein, doch, ja. doch. Es ist schon gut, dass ich wenigstens weiß, wo Sie hinkommen sind, nicht wahr? Und das nächste Mal, Fritz, dann sagst mir, wenn du Blumen brauchst, nicht? Und dann wären wir uns schon einig, gell? Weil sonst bockt ihr bei den Ohrwascheln. Ja, Herr Holzleitner. Ja, mei, was mache ich denn jetzt? Ja, was? In eine Phase stellen Sie so halt die Tulpen und ein bisschen denken Sie an den alten Herrn Holzleitner. Und Na, was ist denn, Fritz? Jetzt hat mich was fürchterlich gezwickt, Mutti. Da im Fuß. Den hat gar nichts im Fuß zwickt. Das ist nur sein schlechtes Gewissen, gell? Das hat dich ein bisschen zwickt, du Hundsbur, du. Dass das nicht das schlechte Gewissen war, sondern der Pumuckl, das ist klar. Bei dem Hausmeister ist er so gar nicht richtig auf seine Rechnung gekommen, auf seine Racherechnung sozusagen. Aber anschließend hatte er noch so einen Koboldspaß, dass er wieder ganz versöhnt und lustig wurde. Er ist wieder in die Wohnung rauf und, aber hören wir lieber dem Pumuckl selber zu, wie er die Geschichte dem Meister Eder erzählt. Weißt du, zuerst haben alle gesucht und gesucht und ich habe immer den Goldhamster festgehalten unterm Sofakissen und dann haben sie endlich Kaffee getrunken. Ja, dann habe ich den Goldhamster losgelassen und der Goldhamster ist über die Couch gesaust wie eine Maus und direkt auf den Fritz zu und der hat die Schokoladentasse umgestoßen und die Tante, die hat so geschrien, guck mal so. Ja, und dann, ja. dann. Ja, und dann? Dann war alles durcheinander und der Pumuckl war so zufrieden, dass ihm gleich eine ganze Ecke Kuchen geschmeckt hat. Aber in der Aufregung hat das überhaupt keiner gemerkt. Und jetzt? Ja, und jetzt? Was ist jetzt? Und jetzt muss ich sofort schlafen. Ach so. Ja, so satt und so müde bin ich von der vielen, vielen Tulpenarbeit. Hast du eigentlich heute auch so viel gearbeitet wie ich? Tja, was du so unter Arbeit verstehst? Oh, alles, was nützlich ist, ist Arbeit. Ach so. Ja, und es war alles entsetzlich nützlich. Entsetzlich nützlich. Naja, irgend sowas. Ja, nützlich war das als Lehre für den Fritz bestimmt. Ich glaube, dass der keine Blumen mehr abreißt. Und hoffen wir, auch kein anderer. Dann wird es nämlich bald wieder herrlich blühen in dem kleinen Garten im Hinterhof.